Und willkommen zurück bei Let's Play Amnesia. Oh mein Gott. Und wir werden langsam verrückt, weil wir schnell in den Weinkeller rein müssen. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britisches Territorium erreichte, musste er nur noch eine Kabine auf der SSS Hortensia nach London reserviert werden. Was? SS Hortensia. Nicht SSS. SSS. So, hier im Weinkeller waren wir ja letztes Mal schon mal. Hatten allerdings kein Licht dabei, aber jetzt schmeißen wir mal hier unsere Leuchte an. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Das waren die Soldaten, die hier anscheinend eingesperrt wurden. Man sieht's hier. Hier haben wir schicke Fässer, die wir rumwerfen können. Und mir Something is wrong? Was haben wir denn da? Wir haben den Tod hier, oder sonstiges. Das hat's total gebracht, jetzt die Kerzen hier eben anzumachen. Ich merke das schon. Oh Gott, Leute. Kopf dröhnt, einige Schnittwunde, blaue Flecken. Zinkerz, aha. So, ich hab, jetzt vorher mal versucht, irgendwie die Webcam oder vielmehr das Licht hier ein bisschen dunkler zu bekommen, aber das ist mir nicht so ganz gelungen. Deshalb müssen wir die Webcam leider erstmal so hell lassen. Finde ich an sich gar nicht schlecht. Ist nur ein bisschen doof, weil mich das Licht hier ziemlich blendet. Und die Nachbarn können uns draußen beobachten. Das ist auch nie so toll. Schickt schon, dass mich hier jemand auf bei dem Video beobachten kann. Und jetzt sind es auch noch die Nachbarn draußen. So, was ist denn jetzt hier Plan? Ich heftigen Stoß oder für einen heftigen Stoß in Blickrichtung drücke rechte Maustaste. Warte mal. Hä? Ah, verstehe. Ich verstehe. Das bringt jetzt nur irgendwie nicht so viel, ne? Für einen heftigen Stoß in Blickrichtung drücke rechte Maustaste. Okay. Das bringt hier irgendwie überhaupt nichts, ne? Obwohl das anscheinend das Ziel ist, uns hier irgendwie frei zu bekommen. Aber ich bekomme diese... Warte mal. Kann ich den da vorstoßen? Nein, kann ich nicht. Ja, was ist denn jetzt hier Plan? Warte mal, ich... Okay. Meinetwegen, dann machen wir das Ganze eben so. So, erstmal hier. Komm mal. Hier vor. So. Das geht mit unserem... Mit unserem Stühlchen hier ja ganz wunderbar. Dass jetzt hier das Licht rot wird, das ist... Special Effect anscheinend. Oh, Mann, Kacke hier. Weg mit dir, du Balken. Alter Balken, du! Oh, Leute, ich will da eigentlich gar nicht raus. Hehehe.
Dieses Blitzen heißt meistens nichts Gutes. Gut, da hat es einfach nur so gehämmert. Ja, da hat es einfach nur so gehämmert. Nichts Schlimmes, nichts passiert. Wir gucken mal hier hinten, ob hier noch irgendwas Tolles verborgen ist. Nein. Natürlich nicht. Oh. Schade, die kann ich nicht aufheben und rumwerfen. Leckere, ekelhafte Körperteile. Lecker und ekelhaft zugleich, natürlich. Hier irgendwas Spannendes? Nein. What's happening? Oh, feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Das war wohl ihr letzter Schluck Wein. Ich will ja eigentlich gar nicht wissen, mit was der das hier versetzt hat, ey. Um ihre Kadaver hier zum Explodieren zu bringen. Gut, eigentlich nicht Kadaver, ihre Körper. Ekelhaft. Da haben wir was zum Lesen. Hier haben wir nix. Kann ich hier, mit dem Ofen kann ich immer noch nichts tun. Ich muss es immer wieder versuchen. So, hier haben wir ein Gläschen mit irgendwas. Aber erstmal lesen, ne? Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm. Haus Gierig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handelns als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adeligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel. Aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an. Gut, das lesen wir noch. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar Hunderte. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppen hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schrien. Ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Mein Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Armer, armer Wilhelm. Arme, arme, erloschene Laterne. Die wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen auffüllen, weil unser... Oh,
Obwohl unser geistiger Zustand geht eigentlich noch. Diese Schritte hier ständig, erinnere ich. Gut, da waren wir schon, da waren wir. Ich muss mal gerade hier... Oh Gott. Da können wir noch rein. Ich weiß nicht, was es ist. Gibt es hier noch eine andere Tür? Gut, es gibt hier noch so einige Türen. Oh oh. Das heißt nichts Gutes. Nö, nö, wir lassen uns nicht vom Feind entdecken. Nein, nein, wir lassen uns nicht vom Feind entdecken. Nein, nein, nein. Hier ist kein Feind, hier ist kein Feind. Na, 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 na. Hier ist gar nichts. Oh Gott! Nein, 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 nein. Verwende das Laudanum, um deinen körperlichen Zustand zu verbessern. Um es dir zu nehmen, klick im Bestand doppelt auf das entsprechende Symbol. Ja. Eine medizinisch ausgestattete Armschiene. Also Laudanum ist für mich keine medizinisch ausgestattete Armschiene. Laudanum ist für mich was anderes. Oh Gott. Ich mag die Laterne gar nicht mehr anmachen, ey. Ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher. Na komm. Ob der hier rumschleicht, der Bösewicht, oder ob er jetzt irgendwo anders ist. Aber ich glaube, wir müssen bald echt mal Licht anmachen, ansonsten platzt uns hier gleich die Birne. Ich mach das jetzt einfach mal hier an. Damit er sich hier mal ein bisschen beruhigt, der gute Daniel. Zunderbuchsen finden wir ja zum Glück hier genug. Oh Mann, hier muss ich auch mal kurz... Ach, hier sind ja auch noch welche. Mein Gott. Überall Zunderbüchsen. Kann ich hier jede Flasche? Schade. Gut, wir müssen uns wahrscheinlich genau umsehen. Keine Ahnung, ich weiß... nämlich nicht so wirklich, was wir hier in diesem Raum finden sollen. Wahrscheinlich dieses kleine Fläschchen dort, was uns so anblitzt. Nicht nur wahrscheinlich, es wird dieses Fläschchen sein. Heieieiei, 14 Zunderbüchsen. Orpiment. Hallo. Gut. Raum gesichert. Aber wir waren doch hier, in dem sind wir doch reingegangen, ne? Ja, ja, wir sind hier. Ja, 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 Tür zu. Gut, dann bleibt uns ja jetzt eigentlich nur noch diese Schritte, verdammt. Die machen einen echt total fertig. Bleibt uns ja eigentlich nur noch dieser Raum. Ich schließe jetzt einfach mal die Tür. Und mach hier mal so ein paar Kerzen an, damit wir hier wenigstens mal kurz verschnaufen können. Zumindest für ein paar Sekunden. Kann ich die auch alle? Gut, aber das... bringt uns ja
Nicht sonderlich viel. Ich glaube, wir haben den Weinkeller jetzt auch dann so gut wie... Kubrit! So gut wie abgeschlossen. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was wir mit den... mit diesen Zutaten jetzt hier anfangen sollen. Aber ich weiß, dass wir hier überall waren. Und deshalb hauen wir jetzt einfach hier ganz schnell ab. Ich sag dir, wenn wir hier noch was vergessen haben, ich flippe aus. Er setzte sich bei der Kaspar nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. Okay. Es scheint so, als hätten wir den Weinkeller abgeschlossen. Igitt! Ich weiß nur nicht mehr so genau, wo wir überhaupt jetzt hin müssen, ne? Also das... wird nicht so wirklich erklärt. Gut, dann, Laboratorium waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Wir sind hier gleich in den Weinkeller vorgestoßen. Hier, das explodiert wieder, ne? Da komme ich auch nicht... Okay, doch, ich komme darüber. Im Labor waren wir nämlich noch nicht. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterläden öffnete, eröffneten die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfeuernden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. Da brennt eine Fackel. Waren wir hier schon oder waren wir hier noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Nö, nee, hier waren wir noch nicht. Oder? Das... gut, wenn... wenn hier Öl rumliegt, waren wir hier noch nicht. Das macht einen einfach nur fertig. Man kann auch kaum dazu reden. Aber auf jeden Fall sind wir hier richtig. Ich schmeiß uns hier mal die Fackel an. Und die Biester krabbeln sogar über das... über den Bildschirm. Es ist einfach nur total verrückt. Und ich würde sagen, wir machen hier kurz Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Tschüss.